Klein Greta bekommt von klar-TV-Gründer Ivo Sasek etwas Nachhilfeunterricht. Denn die gleichen Drahtzieher, die uns wegen Gesundheit und Klimarettung immer teurere Feinstaubfilter aufnötigen und den Bauern die Kühe wegnehmen, weil die zu viel furzen, befördern jährlich Millionen Tonnen Aluminiumfeinstaub in unsere Luft und allerlei sonstige hochgiftige Nanococktails. Gleichzeitig missbrauchten diese Drahtzieher mit militärischen Harpanlagen unsere Ionosphäre, um diverse Erdbeben, Dürren, Stürme und Überschwemmungen etc. auszulösen. Während Wikipedia und Co. solches hartnäckig leugnen, geben Geoengineering-Patente offen zu, dass Harpanlagen im Verbund mit Millionen Tonnen Nano-Cocktails sogar ganze Tsunamis auslösen und jedes Klima schädigen können.